Hallo und ein herzliches Willkommen an alle dran und neuen Zuschauer zu einer neuen Folge Heliopolis 6. Dasselbe Aufnahme, aber eine neue Folge. Ich habe es jetzt geschafft. Ich habe es jetzt nochmal geladen, habe es etwas weiterlaufen lassen. Und Halali, wir haben sogar eine Einspeisung von oder ungenutzte Kapazität von 300.000 Sauerstoff. Es wird ja wohl nicht 3260 heißen, oder? Ich grüble immer noch. Das K kann ja nicht für den einen Nuller stehen. K steht ja für 1000 und heißt normalerweise 3 Nuller. Bitte dazu ein Feedback von euch, wenn es für euch okay wäre. Hier habe ich es auch geschafft, das Teil abzubauen. Und wie ihr seht, auch zwei zusätzliche Solarzellen errichtet. Ja. Trotzdem sagt er mir, dass mein Lebenserhaltungssystem bald versagen wird. Abwasser. Noch was habe ich entdeckt, meine Lieben. Es ist jetzt möglich, die CO2 aufzuspalten. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich dachte, es wäre ein eigenes Modul. Und ja, wir sehen hier Ausgangsressourcen, Kohlendioxid, Strom. Und dafür bekommen wir Sauerstoff und Kohlenstoff. Alle 10 Minuten. Da lässt sich mal ein bisschen Sauerstoff aufbauen. Aber dafür kann ich halt keine Aufträge machen. Ich bin jetzt auch gerade dabei, mit dem Nahrungsverteiler einen Job für Good Cone zu erledigen. Dadurch, dass der ja permanent besetzt ist, läuft das eigentlich ganz okay. ...73% reparieren. Ja, was ich geändert habe, ist, ich habe die Leute etwas anders versetzt. Ich habe die Wartung komplett runtergesetzt und habe die Leute in den Bauhof gesteckt und habe geguckt, dass halt niemand doppelt drinnen ist. Das erhöht die Zufriedenheit und keiner meiner Kolonisten will hier die Station verlassen. Leider habe ich einen Auftrag versaut und darum ist mein Ruf jetzt auf minus 4 gekommen. Sunken. Weil ich die Schichten schlecht eingeteilt habe im Labor. Ja, ich hätte zwei aufeinanderfolgende Schichten einteilen müssen. Das hätte funktioniert. Was ich da an Ruf bekomme, werden wir sehen. Wieder auf 2, na super. Aber ich brauche hier die Schienen für 5 und 5. Die kann ich mir mal holen. Die Lizenz für Schienen hätten wir erworben. Der Schmelzofen braucht 10. Okay.
3 Tage verfügbar, 2000. Da muss ich das so lesen. Dann sind das 2340. Ich finde das mit dem Komma echt, echt komisch. Ja, aber ich habe 6,90k. Ich rechne es einfach so. Jetzt ist mir egal. Habe ich auf Tasche. Bringt mir 12.000 Credits. 3 Tage habe ich Zeit. Das heißt, ich muss jetzt das Labor anheizen. Ich muss halt Doppelschichten schieben. Fängt um 8 Uhr an, kann noch 4 Stunden pennen. So, und jetzt wieder das Nahrungsmodul umgeschaltet. Achso, haben sie schon. Okay, sehr schön. Mache ich jetzt auch. Ah ne, das geht jetzt nicht. Wasseraufbereitung wird funktionieren. Bei 100% geschätzt 7 Stunden. Das nehme ich an. Mit Freuden. 100% Effizienz haben wir, aber mit Strom hat das wohl. Sagt er da? 17 Stunden bei 100% Effizienz. Ja, ich weiß, jetzt verlange ich viel von ihm. Aber das müssen wir jetzt durchziehen. Ich kann mir da nicht noch einen Fehler leisten. Sehr schön, die haben wieder umgeschalten. Für Stock brauche ich 10, für den Tank 5. Ja, den Tank bin ich ja noch umgangen. Ne? Ja, den Erzspalter. Entschuldigung, mein Fehler, wenn ich schon einteile, ne, dann auch richtig. Zehn und fünf, wir sind bei 9. Kommt schon, Leute, macht bitte den Auftrag fertig. Los. Ist das der falsche? Nee, oder?
Ne, fängt ja eh schon an. Elektronisches Labor. Passt schon. Zieh durch das Ding. Okay, stopp mal. Was ich jetzt nicht brauche, ist so viele Leute im Bauding. Ich baue gerade gar nichts. Wo ich die Typen jetzt brauche, ist in der Wartung. Von 0 bis 8. So, weiter geht's. 50% reparieren. Schon wieder der Heybold die Station verlassen. Labor, ja genau. Es müsste sich halt trotzdem ausgehen. Nein, er hat die Station verlassen. Er darf halt gleich ordentlich reinklotzen, ne? Warum sehe ich den Blauen nicht? Weil es nur einer ist. Was soll's? Der eine kommt, der eine geht, der andere kommt. Strom und Algen. Tja. Mit dem Strom ist höchst ineffizient. Aber warum? Weil sie auch schon längst repariert gehören. Allerdings, ab 80% minus geben sie schon weniger Leistung. In der nächsten Schicht dann. Ja.
Jetzt haben wir keinen Augen mehr. Ja, wir dürfen jetzt keine Aufträge mehr annehmen zurzeit, weil wir wieder eine Stromknappheit haben. Aber wir können uns mal den Erzspalter leisten. Als nächstes wird das Dock kommen. Was war jetzt los? Hä? Vielleicht kriegen wir das dann etwas gehandelt. Der war es rechts außen. Der fehlt mir noch zur Reparatur. Aber ohne Nahrung wird das jetzt gleich kritisch werden. Wieder mal. Das sehe ich jetzt erst, dass die auch Sauerstoff verbrauchen. Okay. Mm-hmm.
Jetzt hat es da mit der Nahrung wieder nicht hingehauen. Jetzt fehlen mir hier schon die Leute. Zack, auch weg. Na gut. Das ist mal wieder ein technisches K.O. So, wir sind zurück. Ich darf dann anscheinend hier nicht aufhören mit dem Bauen. Neumeier kommt hier weg. Die Schicht geht noch bis 16 Uhr. Nein, nicht mehr. Neumeier kommt hier rein. Okay, die arbeiten jetzt noch an der Aufgabe. Währenddessen sollten ja hier eigentlich da hier. So, wird die jetzt gebaut? Ich darf halt jetzt, ja, muss halt jetzt mit den Aufgaben sparen. Wäre in 6 Stunden fertig. Nimm dir frei. Etwas Nahrungskapazität hätte ich jetzt sogar auf Lager, aber null Gewinn. Schicht ist aber gleich zu Ende.
Ja, auch hier. Das heißt, wir müssen sich gedulden. So, Forschung ist fertig. Ich würde mal sagen, die haben gleich umgeswitcht. Und beide zittern mit Strom. Okay. Er baut nichts. Das ist aber, glaube ich, die ganze Pionier-Ding, oder? Ja. Das kann ich soweit nur dekonstruieren. Jetzt kurz mal umstrukturieren. Wir haben die nötigen Ressourcen. Aber sie bauen es wieder mal nicht, ne? Warte mal, kann ich irgendwas abschalten? Nein, kann ich nicht. Ich habe nur eine Chance. Wenn die was arbeiten, das sie nicht tun. Integrität auch bei nur 40%. Na gut, wenn sie nicht bauen wollen, dann müssen sie halt reparieren, was soll's. Einmal so. Und einmal so. Ist die Integrität schon bei 99%? Das so schnell ging das aber nicht, oder? Nahrungsmittel.
Junge. Die Bewohner verlassen das sinkende Schiff. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. So komme ich hier nicht weiter. Aber Dankeschön mal fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Alles Liebe, euer Alton. Baba.